Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzliche Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stompiercer, ihr Lieben. Wir sind ja momentan gerade dabei, so ein bisschen uns vorzubereiten, denn wir müssen gleich die Pumpe anschmeißen. Und ich bin mir ein bisschen unsicher, wo ich genau alles hinstellen soll. Und ein kleines Problem haben wir auch noch. Ich dürfte mich eigentlich oben nicht aufhalten, denn wenn die kleinen Zombies kommen und ich kann, ja, wenn die kleinen Zombies dann kommen, habe ich hier keine Möglichkeit, um wegzukommen. Eigentlich müsste ich da unten mich hinstellen und immer eine Runde rumrennen. In der Hoffnung, dass sie hier nirgendwo hochkommen, wenn sie so oder so. Und dann haben wir noch das Problem, wo packe ich die Fässer hin? Ich würde die Fässer ja hier oben hinpacken, aber wenn ich dann ein Fass ungünstig hier irgendwo explodieren lasse, geht hier alles in die Luft. Deswegen glaube ich, werde ich das... Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mehr als ganz schön in die Hose gehen geht ja nicht. Ich bin sowas von tot. Aber wir gucken erstmal. Die Fässer, ich habe ja hier unten ein Fass. Oh Gott, das war gerade knapp. Wenn ich das Ding explodiere, müsste das nächste irgendwo hier stehen, glaube ich. Um halt nicht in die Luft gejagt zu werden. Jetzt mal kurz gucken. Das wäre unsere letzte... Geht's denn hier eigentlich runter? Ach, da. Das wäre eigentlich unsere letzte... Was? Ja, ich würde es einfach mal ausprobieren, um ehrlich zu sein. Vielleicht mir noch ein Fass hier hinlegen, vielleicht die Fässer hier hinpacken. Ah, dann müsste ich wirklich alle Fässer hier nach hinten hinschieben. Ich glaube, ich werde sehr viel mit Gewehr rumhantieren. Ich würde sagen, ich starte einfach mal YOLO und gucken, wie das läuft. Das wird ein riesengroßes Desaster. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und dann gucken wir mal, inwieweit wir kommen und wie viele kommen. Ich will einfach nur mal gucken, wie viele kommen. Oh Gott. Ich muss wesentlich mehr Gewehr mitnehmen. Vielleicht werde ich unten in den Kisten ein Lager hinpacken, also hierhin. Damit, wenn irgendwas sein sollte, ich immer wieder dahin gehen kann und nicht ganz nach oben laufen muss. Weil Beutelchen muss hier oben erstmal sicher sein. Ja, okay. Hier, nimm mal. Das werde ich erstmal nicht brauchen. Pistole müsste eigentlich auch reichen. So. In der Hoffnung, dass jetzt nicht zwischendurch in irgendeiner Weise... Gut, Pistole packe ich vorsichtshalber hier hin. Dann habe ich noch eine Ersatzpistole. Würde ich sagen, lad die mal nach. Gewehr habe ich und ich speichere mal auf der 24. Und dann bin ich mal gespannt, wie es läuft. Das wird ein Desaster.
Vielleicht kommen sie ja noch. Muss ich dann losrennen? Die Dinger sitzen ja alle im Wasser eigentlich. So, viermal hat man gesagt. Sollte ich Beutelchen? Ich erwecke mal kurz Beutelchen. Irgendwas vergessen. Du siehst so aus, als ob es hier nichts macht. Beutelchen, mach das nicht normal. Irgendwas vergessen? Na du? Oh, na schau mal einer an. Da kamen ja schon die ersten. Mit der Waffe weit zu ziehen, ist echt katastrophal. Gut, zwei kamen jetzt. Oh. Ah, die brauchen halt ein bisschen länger. Okay, sind nicht mal die schnellsten. Das war jetzt nicht mit Absicht.
Ja, bisschen Pistolenmunition, ne? Der braucht eh ein bisschen länger, bis er bei mir ist, also kann ich ja schon mal die. Ja, da kommt. Ja, da kommt so einiges. So, Big Mac kommt auf jeden Fall. Eigentlich könnte ich das. Genau, eigentlich könnte ich jetzt das nächste anmachen. Sind Gott sei Dank momentan keine Schnellen unterwegs. Ich glaube, ich werde mich erstmal hier hinpacken. Guck mal, der erste Glitchy kommt. Erstmal noch eine Neckenschelle verpasst. So. Ja, und sonst so? Momentan sehe ich da auch noch nichts kommen, außer der. Sehr schön. Ich glaube, einen großen habe ich da unten gerade laufen gesehen. Lass mich mal schnell nach oben das Ding anmachen. Ach Scheiße, ich kann ja nicht springen. So. Na, was macht der denn da unten? Ist halt jetzt die Frage. Dann eben nicht. Dann mach mal 50. Toll, danke. Ist jetzt die Frage, wenn er das jetzt abpumpt, kann ich dann rüber oder sagt er mir irgendwann, ja, okay, das Ding ist jetzt komplett frei. Ich probiere es einfach mal. Also eigentlich müsste er mir ein Kommando geben mit, ach, jetzt kann ich rüber. Hauptsache, Beute ist da in Sicherheit. Weil so schnell werde ich nicht sein. Na, mein Kumpel. Leg dich hin, genau. Zuckt eine Runde. Leg dich hin. Genieß das Leben.
Soweit ist dann schneller unterwegs. Den muss ich abmoksen. Scheiße. Zweimal getroffen. Aber zweimal getroffen, also Respekt. Verdammt. Da hätte ich noch eins treffen können. Ich dachte eigentlich, es kommt wirklich so ein massiver Schwung von allen Seiten, wo ich mir denke, boah, wohin jetzt mit meiner ganzen Muni? Aber so, wenn sie nach und nach so wie eine Schlange im Sommerschlussverkauf. Ganz schön viel aussieht, Gute. Ich lass einfach pumpen. Jetzt müsste sie doch langsam hier vorne kommen. Oder sie ruht sich aus. Könnte auch möglich sein. Ja, da kommt was. Genau da. Getroffen. Einfach so getroffen von Weitem. Die scheint da irgendwo fest zu hecken, genau. Hocken. Ich dachte nämlich, die kommen so aus dem Wasser, kommen hier überall hoch. Ich glaube, ich muss eine gewisse Anzahl an Zombies töten und dann sagt er irgendwann, ja, okay, kannst loslegen. Schlaf meine Runde da drüben. Ist eh langweilig hier. Stapelt sich ja schon alles. Wo ist denn die Prinzessin hin? Ah, guck mal, da kommt sie ja. Perfektes Timing. Direkt mit auf den Haufen gelegt. Oh, da kommt ja noch was. Da gerade Peace-Zeichen gezeigt? Sah gerade so aus. Warum bin ich eigentlich schon wieder so arschmüde? Ich aktiviere das jetzt einfach mal. Aktivieren, ich aktiviere es einfach mal. Huch. Ich glaube, ich warte noch mal kurz. Boah, die zieht aber mächtig nach oben. Jetzt komm, 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 schnell nach oben. Da kommt die nächste Spuckdame. Beutelchen, aktivier doch einfach mal. Heute soll's aktivieren.
Alles klar. Einfach mal da rumlaufen. Schalalalala. Ah, guck mal, was da als erstes kommt. Einfach hier ein Häufchen machen. Komm. Also jetzt nicht so ein Häufchen, ich meine hier ein Kuppenhäufchen. Der nächste, der sich dazu gesellt. Sehr schön. Irgendwie die beiden Spuckdamen vermisse ich so ein bisschen. Die sind nämlich noch im Krankenhäuschen. Läuft nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Spät haben wir es denn? Kommt schon, Leute, wir wollen noch zeitig essen gehen. Warum ist er denn da lang gelaufen? Was ist das denn für eine Waffe? Hört sich an, als ob ich jemandem eine Nackenschelle gebe. Mit einer Bratpfanne. Oh. Hi. Ab zum Haufen mit dir. Oh, guck mal, da haben sie es sich anders überlegt. Kannst du endlich mal umkippen? Man erstmal nachhelfen hier. Da muss man echt erstmal nachhelfen. So, kann ich denn? Du wollen haben 100, nimmst du 100. So, ist es mal endlich fertig. Ich muss nämlich so langsam wieder ins Bettchen. Oh, ist sie langsam den Boden. Seht ihr das? Man sieht langsam den Grund. Oh.
Gut, da kommt noch was auf mich zu. Und das ist nicht die perfekte Welle. Deswegen habe ich die auch so unmöglich alle hingesetzt, weil ich dachte, die... Ah, okay. Ach, schade, ich wollte seinen Arm mal abschießen. Der ist noch unterwegs. Nimm mal Gewehr in die Hand. Schalalalala, ich bin gleich im Dunkeln. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz den Energies rausgeballert. Oh. Wir müssten demnächst fertig sein, ne? Schaut euch das an. Also ich finde es ein bisschen entspannt. Wo kommt der eigentlich das ganze Wasser hin? Guck mal, der sieht so ein bisschen aus gerade wie von Evil Dead. Sah ja gerade so ein bisschen von Weitem aus. Komm her, gesell dich dazu. Zu deinen Leuten. Guck mal. Ja, das hat er definitiv kommen sehen. So, ich guck mal kurz. Ob Beute mir noch was zu trinken geben kann. Ne, Beute? Nein. Ja. Kommt da wirklich jetzt gerade so einiges auf mich zu? Schön, dass es dunkel wird. Scheiße, ich sehe es nicht. Da ist ein Fass unten. Gut, dann würde ich mal sagen, stapeln wir weiter. Sollte ich speichern? Ja, definitiv ja. Gott, ich sehe dich kaum, Kumpel. Was er auch immer damit bezwecken wollte. Ja.
Oh, zwischen den ganzen Leichen vorbei. Mensch, das nennt man Völkerversammlung. Da kommt Dicky da hinten. Und Kotzi kommt noch. Schalalalala. Schalalalala. Guck nicht so. Wir werden das noch hinbekommen. Verdammt, so hoch gezielt. So, warten wir noch mal kurz auf Dicky. Ich müsste eigentlich noch mal schlafen gehen. Bin ich mir aber unsicher. Ich weiß nicht, was für Zombies noch auf mich zukommen. Wo ist ein Gollum? Ja, dann Gollum. Ah! So, ich speichere und versuche meine Runde zu pennen. Oh, schade. Sarah, da kommt noch was. Irgendwas Schlürfendes. Hallo? Ah. Hi. Ja, legen wir uns mal hin. Das Abpumpen dauert halt ein bisschen. Jetzt müssten überall Zombies stehen. Auch mich beim Schlafen beobachten. Ja, machen wir noch 3 Stunden. So, eine Runde essen. So, ich kann nicht ausmachen. Dann noch eine Runde essen. Aber guck mal, wir sind schon gut durch. Und trinken. Ja, und nochmal trinken. Speicher. Yes. Sehr schön. Kann ich mir noch ein bisschen... Gib mir 100... Gib mir 100. Das will er nicht. Hat einen ganzen Tag gebraucht, ey.
Nacht, Kumpel. Komm so langsam. Haben wir es doch, oder? Wollte schon sagen, ist mein Ding setzt die ganze Zeit an. Ich erschaffe Landschaften. Ich glaube. Nee, ich glaube, runter kann ich noch nicht. Sieht noch alles ein bisschen zugenebelt aus. Dahin müssen wir. Da ist noch sehr viel Wasser. Du schaffst das. Oder auch nicht. Bei aller Liebe, da hinten kommt er doch gar nicht mehr hin. Ist das der Zombie, der da liegt? Der sieht so ein bisschen verbraucht aus. Oh, nee, ist ein Zombie. Auf der Seite sieht es noch sehr, sehr bewölkt aus. Hier unten, glaube ich, scheint es halbwegs zu gehen, aber die Seite sieht noch nicht so in Ordnung aus. Oder fehlt mir vielleicht irgendwo ein Zombie, den ich erstmal töten muss? Und dann sagt das Spiel, ah, du hast so und so viele Zombies getötet. Jetzt kannst du. Na, wir gucken noch mal. Wir machen noch mal ein paar Mal. Wenn sich hier nichts. Wobei, ein bisschen sieht es aus, ob es. Lief da gerade was? Nee, ist glaube ich nur der Wind. Das ist glaube ich nur der Wind. La 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 la. Ich hab Lust. Nicht im Spiel, aber irgendwie live. Na, Beute. Gut, Beutelchen lasse ich erstmal kurz. Sieht noch zu grün aus, aber irgendwie könnte man da vielleicht weitergehen.
Zombies kommen jetzt auch keine mehr. Er sagt mir aber auch nichts. So, Beute, du bleibst erstmal kurz hier. Mal kurz was gucken. Oh, liegt hier ein Haufen. Irgendwo da drüben muss ich ja mal hin, ne? Kann ich da nicht durch? Hallo. Heute drück mal weiter. Also das wird irgendwie auch nicht mehr weniger. Meine schönen Fässer, da sind sie alle. Meint ihr, ich komme durch? Wenn ich hier lang runterspringe, müsste ich eigentlich das nicht einatmen. Da runter und dann. Aber eigentlich müsste er mir das Kommando geben. Mit so, jetzt kann ich nicht hier lang. Da sieht's noch. Naja, wir gucken noch mal. Ich gehe noch mal gucken. Ich kann ja weiter pumpen gehen. Zwar nicht im Fitnessstudio, aber weiter pumpen. Sieht aber noch ganz schön verräuchert da unten aus. Aber hatten wir auch davor im Sumpf. Lalalala, Beute, ich komme zu dir. Ach ja, diese Stamina. Oder wir probieren es einfach mal. Ich bin schon wieder leicht ungeduldig. Sieht ganz schön grün aus. Ich darf die Munition nicht vergessen. So, ich drücke jetzt ein paar Mal. Und dann gucken wir einfach mal, ob der irgendwann sagt, ja, okay, geh einfach. Was? Eigentlich pumpen noch. Dreimal. Dann einfach mal versuchen. Mehr als umkommen können wir ja nicht.
frag mich eh, wie das Ding jetzt hier alles abpumpen kann, wenn es nur hier in der Mitte ist. Zweite Mal. Oder war das jetzt das erste Mal? Ach, ich hab keine Ahnung. Fühlt sich ein bisschen sinnlos gerade an, hier weiter zu pumpen. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist, was ich vielleicht noch treffe. Es ist aber auch nicht, ich gehe. Ich werde nochmal speichern. Und werde es jetzt einfach probieren. Also wie gesagt, mehr als umkommen. Also mitten ins Wasser sollte ich nicht springen. Ich werde da hinten hinspringen, wo wir gerade waren. Weil es kommen keine Zombies mehr. Er sagt nichts. Eigentlich sollte er was sagen. Nach meinen Informationen. Ich bin wieder zu ungeduldig, glaube ich. Perfekt. Essen. So. Schauen wir mal. Gut, Beute kommt hinterher. Ich finde auch, dass das Wasser nicht weniger wird. Ich werde definitiv gleich drauf gehen. Das Gefühl, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Zombies schon wieder höre. Komm. Oh, es macht mal schneller. So. Das sieht noch zu vergast aus. Ach ja. Das sieht noch zu ungesund aus. Bloß jetzt nicht auf die Fässer schießen. Ach, da kommt das. Mal, bei manchen Dingern sieht's sehr, ihr wisst schon, aus. So, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit Beutelchen hier runterkommt. Deswegen werde ich Beutelchen jetzt auf die Arme nehmen. Einmal deaktivieren, auf die Arme nehmen. Ich bin gespannt. Ich lebe noch.
sieht vor mir noch sehr vergast aus. Sollte ich Schaden bekommen, werde ich losrennen. Gut, ich glaube, wir hätten einige Pumpteile lassen können, aber wir leben. Sehr schön, jetzt will ich wissen, was da drin ist. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, wir haben es erfolgreich bestanden. Ich dachte eigentlich, wir bekommen noch eine Nachricht von ihm, dass wir jetzt losgehen können. Aber okay, sollte nicht so sein, aber ich lebe, meine Lieben, ich lebe. Beutelchen freut sich auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.